not pass. You shall not pass. Okay. Nichts weiter. Nicht eine Tür, irgendwas, was offen steht? Nee. Okay. Zu schade, dass man nicht laufen kann. Aber die Geräuschkulisse ist unverändert. Oh nein, da ist ja noch ein Gebäude. Oh nein. Da kommen wir glücklicherweise nicht hinein. Och, wie schade. Ein altes Auto. Das ist kein Auto, das ist ein Leichenwagen. Aber die Frage ist, wie kommen wir denn jetzt da rein? Wo ist dieser Pavillon Maradings da? Nein, hier auch nicht. Und hier auch nicht. Okay. Aber hier war es doch ausgeschildert nach Magliano. Hä? Hilfe! Wie funktioniert das hier? Magliano. Da, wir haben es gefunden. Okay, und hier geht's rein. Haha. Alles klar. Wieder ein Spielplatz. Sie war zu allen freundlich, auch zu mir. Immer wenn ich sie sah, habe ich mich ein wenig besser gefühlt. Die kranken Kinder haben mit ihr gelacht und gespielt. Aber sie durften mir keine Angst machen. Ihr dürft René nicht stören. Sie ist eine Prinzessin. Das wisst ihr doch, oder? Sie erzählte Geschichten und sagte etwas von einem Krieg da draußen. Und ich bekam Angst. Am Abend würden sie kommen und mich suchen. Niemand hätte mich beschützt. Nicht einmal du, Charlotte. Oder? Der Leichenwagen fährt weg. Warum tut er das? Wo will der hin? Warum? Warum jetzt? Warum hier? Da kommen wir nicht hinein. Okay. Ich schätze mal, wir sollten auch gar nicht weiter hier sein, nicht wahr? Oh, guck mal. Och, wie schön. So ein kleiner Säulengang. Wie nett. Ah. Okay. Wie nett. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, wir sollen dem leichten Wagen hinterher, nicht wahr? Kommen wir da durch? Kleine Abkürzung? Nein, auch hier ein Säulengang. Ja, also das hat jetzt ziemlich lange gedauert, dieses Magliano zu suchen. Mal gucken, wie ich das später zusammenschneide. Also, ich nehme einfach mal noch einen Augenblick auf. Und mal gucken, wie ich das dann zusammenbringe. So. Da geht's nicht hin, natürlich. Ich laufe mal durch die Botanik. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wir haben den Wagen doch eben gesehen, sah er nicht? Guck mal da! Da ist er. Wir laufen. Was? Wo? Hallo? Wer ist denn hier? Sollte hier jemand sein? Kann hier jemand sein? Volterra und zum Friedhof. Wie kann es sein, dass hier jemand ist? Und wo ist er jetzt? Da. Hallo? Warten Sie mal. Hallo? Das soll uns doch bestimmt nur ablenken, ne?
Na, mach schon. So. Hallo? Halt, nicht wegfahren. Haltet ihn auf. Haltet ihn auf. Und die Sonne geht unter. Es ist nicht gut, wenn wir hier im Dunkeln herumlaufen. Ein Weg hat sich geöffnet. Sehe ich das richtig? Er ist hier entlang gefahren. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Hier komme ich da nicht hin. Da geht ein Weg hin. Laden? Was? Laden? Warum? Hier geht es runter. Aber hier geht es durchs Gebüsch. Das ist bestimmt nicht gut. Hier ist der Wagen garantiert nicht lang gefahren. Aber da hier die Straßenlaternen sind, nehme ich mal an, das ist der Weg zum Friedhof. Kann das sein? Oh je, oh je. Ja, Friedhof. Hier sind ja viele Leute gestorben oder gestorben worden. Ist schon schön hier, ne? Ist schon sehr malerisch. Was steht da? Da steht Menta. Achso, ja. Klar. Aber warte mal, ich habe das Buch gar nicht mehr in der Hand, fällt mir dabei auf. Ha! Es ist schon sehr schön hier. Was ist das für eine komische Maskierung hier? Jetzt passiert doch bestimmt was Doofes. Also es sind viele Leute gestorben. Wurden die hier beigesetzt? Ich würde annehmen, dass die eigentlich an die Familien zurücküberführt werden mussten, oder? Von wegen, dein Job. Augenblick. Hier sind Weinberge. Ach, guck mal, wie schön. Wow. Toll, wow. Da kommen wir hinein. Lass es uns tun. Da ist der Leichenwagen. Oh, meine Güte. Okay. Also, falls ich jetzt nicht Tag gesagt habe, dann liegt das daran, dass ich beim letzten Mal, in der letzten Aufnahme, ziemlich viel rumgesucht habe und die Uhr nicht stoppte. Also, falls dem so ist, bitte ich um Entschuldigung und sag nochmal Tag. Wir befinden uns im Spiel The Town of Light. Wir befinden uns fernab von dem eigentlichen Handlungsort auf einem Friedhof, denn hier gibt es sicherlich irgendetwas zu entdecken. Wir müssen rein, ne? Kann das sein? Ja, das kann sein. Eine kleine Kapelle. Anno, was? Anno Tuk. MCM. Okay, ja. Wer? Da! Was machst du denn hier? Wie kommst du hierher? Das ist Charlotte. Meine Stimme, mein Augenlicht, mein Gehör, meine Seele. Lass uns noch einmal zusammen spielen gehen. Ja, aber wie kommt sie hierher? Sie war doch eben noch im Operationssaal. Wir haben sie verabschiedet. Oh, und es ist dunkel geworden. Ui, das ist nicht gut. Am Leichenwagen können wir wahrscheinlich nichts machen, ne? Nö. Müssen wir sie jetzt begraben? Ich nehme es an, ne? Das wäre vermutlich auch das Beste. Oh, warte mal, Taschenlampe? Taschenlampe ist an. Da liegt was. Hier ist kein Grab ausgehoben. Das wäre das Beste. Einfach mal
mit dem Thema abschließen. Aber wo? Ich sehe jetzt nicht wirklich viel, ehrlich gesagt. Okay, nicht begraben. Ach, das wäre so gut für sie gewesen. Für René. Um mit dem Thema endlich abschließen zu können. Okay, also hier ist nichts. So. Was können wir jetzt hier machen? Wir können hier gar nichts machen. Und das ist einfach mal eine Pfütze, wie es scheint. Gut, also hier nicht. In der Kapelle haben wir nachgesehen. Und nun? Ach Mann, ich würde mich zu gerne hier umsehen. Lass mich raten, wir sollen dem beleuchteten Weg folgen. Meine Stimme, damit ich was sage. Damit ich die anderen verletze und mich in Schwierigkeiten bringe. Eine kleine Hütte. Ich gehe weiter den erleuchteten Pfad entlang. Augen, damit ich die Verzweiflung der Menschen sehe. Spiegel ein Schatten von dem, was ich einmal war. Hol uns zu fressen. Sie töten mich langsam, jeden Tag ein kleines Stück. Ohren, damit ich schreie. Delirium, Bedrohung, falsche Versprechen höre. Du kannst das steuern. Es liegt in deiner Hand. Es wird alles. Alles geht vorbei. Ja, nutze es. Meine Seele nicht fehlt das Leben. Versuche es, du selbst zu sein. Nicht fehlt sich in eine Welt anzupassen, in die ich nicht gehört. Ja. So fühlen wir uns alle manchmal. Manche mehr, manche weniger. Ich habe mich verlaufen. Hallo? Hilfe? Ich war immer weit weg von dieser Welt. Entfernte mich immer mehr. Ich hatte kurz das Gefühl, dass hinter uns die Lichter ausgehen. Oi, oi, oi. Lass uns noch einmal zusammen spielen gehen. Spielen? Auf dem Spielplatz? Okay. Ich wünsche mir, nicht mehr sprechen zu können. Ich wünsche mir, nicht mehr sehen zu können. Ich wünsche mir, nicht mehr hören zu können. Ich wünsche mir, mich selbst zu verlieren. Für immer. Was? Nein.
Sie dringen tiefer in ihre Erinnerungen ein. Offenbar. Weiter, Mädchen, weiter. Komm, du schaffst es. Komm, du schaffst das. Weg. Fort. Ich mache viele schlechte Sachen. Ich sag nichts davon, aber Mama weiß trotzdem alles. 1 von 17. Oh, wir müssen, sollen die Bilder finden. Okay. Klar. In der Schule lernt man viel und deshalb muss man hingehen, sonst lernt man ja nichts, oder? Da hast du völlig recht. Okay, alles klar. Gut, hier würde ich tatsächlich mal eine kurze Aufnahmepause einlegen wollen. Du liebe Zeit, das war jetzt, okay, das war anders. Ja, ich lege mal kurz eine Pause ein. Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Town of Light. Oh, das tut mir leid, dass ich denen da in den Gesang quatschen muss. Neue Aufnahme. Oh, was ist jetzt? Neue Aufnahme, neues Glück. Oh, das Spiel macht mich fertig. Ich meine, die Grafik finde ich super, Storytelling klasse, aber nun, der Inhalt ist eher schwer verdaulich, sage ich mal so. Also mich macht das zumindest total fertig. Also, wollen wir mal gucken. So, wir sind in Renés Erinnerung, denke ich mal. Oder ist das ihr Wahn oder was auch immer? Keine Ahnung. Wo sie offensichtlich die Vergangenheit durchlebt. Grundschulalter, die Türen werden immer düsterer, bis halt eben, tja, zu ihrem Aufenthalt in der Anstalt. Ja, genau, da sind wir. So. Mal gucken, wie ich das später zusammenschneide. Also, ich spiele jetzt einfach mal drauf los. Habt ihr bei der letzten Folge bestimmt auch schon gemerkt, nicht mehr so mit Hallo und Tschüss und so, sondern einfach erstmal gucken. Oh. So, meine Güte, wir sind raus. Wo sind wir hier? Da, hier hatten wir schon Zeichnungen entdeckt. Ich mache viele schlechte Sachen. Ich sag nichts davon, aber Mama weiß trotzdem alles. Mama weiß immer alles. Mama weiß immer alles. In der Schule lernt man viel und deshalb muss man hingehen, sonst lernt man ja nichts, oder? Ja, braves Mädchen, 2 von 17. Wir sollen sie offensichtlich alle finden. Okay, ich gehe einfach mal immer mit dem Finger an der Wand lang. Mal gucken, ich will's probieren. Don Gino weiß alles. Er spricht mit Gott, der ihm eine Menge Sachen erzählt. Okay, Don Gino ist also... Der Priester hier. So, da geht's nicht weiter. Besteht eine Chance, alle zu erwischen? Ich hoffe doch. Eine Katze kriecht durch meinen Mund, frisst sich von innen auf. Keine sichtbaren Spuren. Ja, wenigstens das. Okay. Meine Güte. Eine Katze frisst dich auf? Da drüben haben wir noch was. Ich gehe erstmal hier entlang. Immer, ne? Meine Schulkameradinnen. Im Licht. Du nicht? Und wer ist das? Ist der Hase da? Oh. Was sind das für Geräusche? Was ist das hier für ein Nebel? Da waren wir schon. Okay. Nächster Raum. So, wenn ihr in ein Labyrinth kommt, immer eine Hand, immer dieselbe Hand, an einer Wand. Dann kommt ihr früher oder später raus. René ist höflich zu Don Gino, aber er macht mir immer Angst. Deswegen ist er auch so als ein Monster dargestellt, oder wie?
Okay, muss ich da rein? Hier war ich doch schon, ne? Ja, also, das mit dem Finger an der Wand lang, ne? So. Ich tue mal so, als seien wir da schon gewesen. Hier sind wir auf jeden Fall schon gewesen. Da geht es auch noch nach unten. Bis jetzt sind wir hauptsächlich nach oben abgewandert. Wenn sie sich so erinnert, ist das gut. Weil, ist das heilsam für sie? Ein schwarzer Vogel piekt sich fressen aus meinem Kopf. Darum tut er auch so höllisch weh. Okay, Frage. Wofür steht das? Ist es ein Synonym für irgendetwas? Ich weiß es nicht. Und diese Leuchter da oben unter der Ecke. Was ist das hier für ein Labyrinth? Das Labyrinth in ihrem Kopf? Oh, hier ist noch einer. Was ist das? Mama. Meine Puppe Charlotte ist so hübsch, so lieb. René ist überhaupt nicht lieb. Das wird dir eingeredet, Liebes. Das wird dir nur eingeredet. Du bist auch lieb. Vielleicht auf eine etwas verquere Weise, aber das kriegst du schon hin. Ich bin nicht wie die anderen. Warum, Mama? Warum? Erst einmal ist Anderssein nicht schlecht, im Gegenteil, sogar gut. Das ist... Oh, warte mal, hier sind wir doch schon... Hä? Moment. Halt, sind wir nicht hier schon gewesen? Hier sind wir auf jeden Fall schon gewesen. Hat meine Taktik mit der linken Hand an der Wand gerade einen Fehler? Hat es offensichtlich. Okay, dann mache ich es jetzt mal anders und wähle mal eine andere Abzweigung. Hier sind wir auch schon gewesen. Ui, wie soll ich das denn alles wiederfinden? Mensch, das kannst du doch nicht machen, Spiel. Okay, ich probiere es hier runter. Wieso bin ich eigentlich so hektisch? Muss ich doch gar nicht, oder? Gibt es eine... Ja, hier sind wir schon gewesen. Okay, alles klar. So. Okay. Weiß irgendjemand noch, wo es lang ging? Wo es rausgeht? Ich fürchte nämlich, weiß das nicht mehr. Das hatten wir gerade. Na. Okay. Los, weiter geht's. Den kennen wir schon. Was ist das immer für ein Geräusch? Okay, so. Das Haus mit der Schule, sonst lernt man ja nichts. Gut, dann probiere ich es hier hinten mal. Hier sind wir auch schon gewesen. Aber wo sind denn die anderen? Okay. Wo sind wir vorhin rein? Hier? Labyrinth. Hier sind wir auch schon gewesen. Alter. Das glaube ich jetzt nicht. Gibt es hier unten eine Abzweigung, die ich vermasselt habe? Hier zum Beispiel. Noch tiefer. Da geht es wieder hoch. Ich probiere es mal hier. Als ich noch ganz klein war, habe ich fast nie geschlafen. Arme Mama. Ja, das machen die wenigsten Kinder. Also mach dir deshalb keine Gedanken. Was sind das immer und was ist das hier für Nebel? Oh. Herr Onofrio ist so freundlich. Ich bin schlecht und böse, weil ich nicht höflich bin. Ach komm schon. Gibt dir eine Chance. 11 von 17. Mama muss immer arbeiten, denn im Winter wird es oft sehr kalt. Ja, wo ist da der Zusammenhang? Links? Herr Onofrio hilft, Mama. Was würden wir sonst tun?
Was für eine Art Hilfe ist das hier? Sie liegt da unten vorm Feuer, er auf ihr? Na? So, hier sind wir schon gewesen. Okay. Ich würde jetzt einfach mal hier rumgehen, obwohl es das wahrscheinlich wieder nach oben bringt, oder? Nee, guck mal, hier ist einer. Als ich noch ganz klein war, habe ich fast nichts gegessen. Arme Mama. Okay. Was hat sie dir das vorgeworfen, oder was? Das wäre nicht nett von deiner Mama. Da drüben ist auch noch eins. Sie wollen mir wehtun. Es sind so viele. Sie fliegen. Noch nicht einmal Charlotte kann mir helfen. Ja, armes Kind. Du hast eine Menge mitmachen müssen. Oh. Mama arbeitet viel, weil ich ja auch was essen muss. Nur so kann ich groß werden. Das ist sehr lieb, dass deine Mama für dich sorgt. Hier ist eine Sackgasse. Ui, okay. Ja, das ist sehr lieb, dass deine Mama für dich sorgt. Ja, aber sie sollte dich auch auf den Weg bringen. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Dass du dich selbst versorgen kannst. Aber das sind schon irgendwie... Also das meiste davon stammt aus der Kindheit. Oh, das kennen wir schon. Okay. Und nü? Oh, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Ah, ich bin ein bisschen lost. Wieso wird das... Warte. Nee. Was? Was ist los? Was ist jetzt? Warum? Was? Dunkel. Ich kann nichts weiter machen. Was passiert hier? Und was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Wir sind wieder am Beginn der Geschichte. Laden. Oh, das erste Mal ein Ladebildschirm. Ach, okay. Sind wir? Und wie viel es einfacher es wäre, wenn den Patienten gesagt würde, was mit ihnen passiert, was man vorhat. Wo sind wir? Ich kann mich kaum bewegen.
gar nicht. Wohin bringen sie uns? Der Aufzug. Okay. Wohin bringt ihr sie? Können wir irgendwas erkennen?